Willkommen zu einem neuen Video. Und da ich weiß, dass einigen von euch Your Boyfriend unten in der Beschreibung verlinkt sehr gefallen hat, schaue ich immer nach Games, die in die Richtung gehen. Und da ist mir doch Classmates ins Auge gestochen. Denn ein, glaube ich, relativ hot aussehender Klassenkamerad ist ein bisschen weird. Wie wir hier schon sehen können. Ich will nicht so viel verraten. Ich würde sagen, wir gehen rein, schauen uns das Ganze an. Und wenn euch das Game gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Und falls ihr so ähnliche Games kennt, immer unten in der Beschreibung. Und ich gebe mein Bestes, was die Übersetzung angeht. Gehen wir mal rein. Start. So. Warnung. Ohne Warnung ist immer gut. Dieses Spiel beinhaltet Stalking, Kidnappen, Blut und Gewalt und Tod. So, außerdem sehr dunkle Comedy, also ich glaube, wie sagt man, sehr makaber. Möchten Sie vorangehen? Nein, natürlich nicht. Ich weiß, wenn es sowas gibt, dann bist du immer dann seid ihr immer die Ersten, die sagen, ja, ich will. Also ja, wir gehen rein. So. Du gehst zu Ian Davids Haus. Warum? Sagt Lilia zu uns. June. Er möchte quasi meine Notizen ausleihen, seitdem er so viel Klassen oder so viel Unterricht nicht genommen hat. Okay, du kennst doch diesen Typen kaum. Er hat gefragt, ich konnte nicht Nein sagen. Er fehlt schon so, he's been missing class to take. Ah, er schwänzt quasi oder er fehlt im Unterricht, weil er sich um seine Schwester kümmern muss. Hilft ja nicht oder tut ja nicht weh, ihm dann zu helfen. Sollen wir mitkommen? Ich möchte nicht, dass du da alleine so spät hingehst. Gute Freundin, gute Freundin. Keine Angst, es ist nur 7 Uhr. Ich gebe ihm einfach nur meine Notes, also meine Notizen, und dann gehe ich wieder. Ich weiß nicht, June, dieser Typ. Oh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ihr macht euch viel zu sehr Angst. Ich gehe doch nicht in sein Haus. Er ist unser Klassenkamerad, nicht? Ich komme mit. Das musst du nicht. Du hast wirklich sehr Angst. Ich schicke dir meinen Standpunkt. Kannst du es nicht am Morgen machen? Er hat mich jetzt gefragt und ich habe schon zugesagt. Pass einfach nur auf, dass du uns anrufst, wenn etwas passiert. Ja, klar, mache ich. Wir sehen uns morgen. Also wenn meine Freundinnen mich so warnen würden vor einer Sache... Ich wüsste nicht, ob ich gehen würde, ganz ehrlich. Okay, gut, ich muss die blaue Buslinie nehmen. Wo ist nochmal die Bushaltestelle? Okay, take the bus to a classmate's house. Click X to check items. Items can be used. Okay, alles klar. To use an item and object, stand in front of said object and click on the item. Do not save mid-dialogue, as it will cause the game to crash. Während dem... Okay, ich soll also quasi nicht speichern, während es im Dialog ist, glaube ich. So, was geht's denn hier? Phone oder Wallet? Was habe ich denn in Phone? Ah, da kann ich speichern. Dann machen wir das doch gleich nochmal. So, let's go. Okay, was haben wir noch so? Meine Wallet. Was ist denn hier so drin? Ah, okay. Ich bin 23, bin weiblich und bin Student. Easy Notes habe ich auch dabei. Ist aber leer. Ah, hier kann man einfach nur draufdrücken. Proceed. Okay. Oh, jetzt bin ich schon im Bus. Okay. Ich muss in der nächsten Station rausgehen. Okay, das muss ich mir merken, dass ich in der nächsten Station rausgehe. So. Der Typ ist doch schon weird, oder? Es ist irgendwie komisch, dass er mich gefragt hat, ob ich heute nachts zu ihm rüberkomme. Es macht doch viel mehr Sinn, sich morgen zu treffen. Jetzt wird mir schon komisch. Okay, du hast... You have a slightly strange... Du hast ein sehr, sehr... Du hast ein... Dich beschleicht ein komisches Gefühl, aber du ignorierst es. Nein, niemals ignorieren, bitte! Tu nicht den gleichen Fehler, den ich immer gemacht habe. Okay. Jo, ich muss raus. Oh, okay, ich muss raus. Okay, raus hier. Oh Gott, Girl. Busstation. Oh, wo laufe ich denn jetzt lang? Oh Gott, ist es das hier? Nee, ist ein Burgerladen. Das ist der Ort. Oh, es ist irgendwie mitten im Nirgendwo. Oh Gott, Mädchen. Oh, oh. Ah, du hast es gemacht. Du hast es geschafft. Ian. Ian Davis. Schon sehr vertrauenswürdig. Hallo, Ian.
Tut mir leid, dass du den ganzen Weg zu mir machen, zu mir kommen musstest. Ach, mach doch nichts. Wie geht's deiner Schwester? Oh, ja, ihr geht's gut. Viel besser. 100 Pro hat er gelogen. Oh, das freut mich. Naja, hier sind meine Notizen. Dann gehe ich, du kannst sie mir irgendwo zurückgeben, wann immer du willst. Danke, das ist so lieb von dir. Auch wenn wir uns nicht so nahe stehen, hast du mir hast du dich entschieden, mir zu helfen. Ach, nicht der Rede wert. Wenn du noch irgendwelche Hilfe brauchst, dann frag mich jederzeit. Okay. Tschüss und viel Glück. Warte. Oh, oh. Ja? Bitte komm rein. Du bist den ganzen Weg hergekommen. Lass mich dir etwas zu trinken anbieten. Oh, es ist schon okay. Ich bestehe darauf. Ich möchte dir richtig danken. Aber ich verstehe, wenn du dich unwohl fühlst. Go in, refuse. Okay, komm, wir gehen mal rein. Okay, ich glaube, es wird nicht schaden, ein bisschen zu bleiben, oder? Sicher, ich bleibe noch ein bisschen. Oh, ich bin so froh, dass du zugesagt hast. Dann komm doch mal rein. Ich meine, wenn es ein Klassenkamerad ist. Willkommen, haha. Schönes Haus. Du und deine Schwester leben hier alleine, oder? Dad lebt hier, unser Vater lebt hier mit uns. Aber er ist gerade auf Reisen. Ah, ich verstehe. Folge mir. Okay. Soll ich mich setzen? Oh ja. Dann gib mal was zu trinken. Bitte warte hier, während ich dir etwas Tee mache. Oder möchtest du lieber einen Kaffee? Ah, Tee ist gut. Ich sehe schon. Gib mir einen Moment. Wetten, ich kann ihn jetzt... Also wir werden jetzt mal diesen Durchgang komplett uns an alles halten und danach stöbern wir rum und drehen durch, okay? Ja, ja. Alles schön Fernseher anmachen. Kommt der jetzt wirklich nach einer Zeit oder... Ich weiß jetzt halt nicht, ob eine Zeit abläuft, wo der wiederkommt oder ob ich mich hier umschauen kann. Ich bleib jetzt mal einfach ganz, ganz lieb und brav sitzen und frag mich mal nichts weiter. Ja, nette Bude, ne? Alles in lila, er ist allein, die Schwester habe ich noch nicht gesehen. Sehr vertrauenswürdig, ich hab Bock. Okay, ich geh jetzt. Ich bin zu... Wait for Ian. Ich warte nochmal auf Ian. So. Okay. Irgendwie kommt er nicht. Mann, der braucht ja lang. Ah, da ist er doch. Hier, bitteschön. Danke. Oh nein, bitte lass den nicht vergiftet sein. Ich hätte keine dummen Gedanken, wenn ich jetzt zu einem Klassenkamerad gehe, ne? Aber in dem Fall, trink. Ich hoffe, du wirst es mögen. Ja, ich bin sicher, dass ich es liebe. Trinken. Oh Gott, ich trink's. Ich bin so nett. Gluck, gluck. Wie war er? Sehr gut. Hat wirklich genauso wie der Tee daheim geschmeckt. Hm, ich glaube, wir haben den gleichen Geschmack. Ich glaube eher, du stalkst mich und weißt es deswegen. Möchtest du deinen nicht trinken? Ah, ja. Oh, ein... Oh, gib mir eine Minute. Ich werde kurz das Telefon beantworten. Okay, lass dir Zeit. Ich muss mal aufs Klo. Aber ich sollte hier nicht einfach herumlaufen. Aber das ist ein Notfall. Okay, ich muss schnell das Objekt, das Bathroom finden. Hier geht's ja raus. Okay, too early to leave. Ian spricht immer noch am Telefon. Das ist die Küche. Listen in. Privatsphäre. Das machen wir nachher alles. Okay, hier ist bestimmt das Klo. Ja, Bathroom, go in. So, erstmal pinkeln. Oh, viel besser. So. Hey, tut mir leid. Ach, alles gut. Es wird jetzt langsam spät. Ich sollte nach Hause gehen. Oh, oh, nein, wir werden dizzy. Oh Gott, du fühlst dich dizzy. Oh, ich fühle mich seltsam. Alles ist okay, June. Oh Gott, ist alles okay mit dir? Oh Gott, möchte ich speichern? Ja, aber hier drauf. Oh Gott, Hilfe. Oh shit, jetzt sind wir in der Falle. Oh mein Gott. Was? Wo? Mein Kopf? Du versuchst dich daran zu erinnern, was passiert ist. Wo? Oh mein Gott, ich bin gefangen. Ich bin... Oh mein Gott, richtig. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Oh mein Gott. Er hat mich betäubt. Ich habe Roofies bekommen. Was zur Hölle? Du fühlst, wie dein Blutdruck wieder sinkt und dein Gesicht blass ist. Mein Telefon, ich muss jemand anrufen. Es ist nicht hier. Oh Gott, es kommt da auch die Treppen runter. June, du bist wach. Ian! Was passiert hier? Guten Morgen, June. Warum bin ich festgebunden? Das ist nicht lustig. Bitte, mach mich wieder frei. Nein, werde ich nicht. June,
Was ist los mit dir? Warum tust du das? Hör auf zu schreien. Schau. Ich habe dir versprochen, dass ich dir alles erklären werde. Lass mich gehen. Dann kannst du es erklären. Um Gottes Willen, nein. Wo ist mein ganzes Zeug? Wo ist mein Handy? Ich habe sie versteckt. Hahaha. Weißt du, June? Ich mag dich. Oh Gott, dieses Gesicht. Bitte, lass mich frei. Hör auf zu schreien. Ich kann das nicht glauben. Hehehe. Hör auf zu lachen. Und was hat es überhaupt mit dem Messer auf sich? Wirst du mich töten? Soll ich? Haha. Du machst es mir viel zu einfach. Ich meine, komm schon. Du kommst in das Haus von mir und in der Nacht trinkst irgendetwas, was ich dir serviere, ohne zu zögern. You let your guard down. Das ist your own doing. Also du hast quasi nicht aufgepasst. Du bist selber schuld, June. Bla, bla, bla. Natürlich. Ich hätte mehr aufpassen sollen. Aber du bist derjenige, der hier gerade eine Straftat eingeht. Ich verstehe, dass du sauber bist. Das verstehe ich wirklich. Aber glaub mir, ich mag dich. Ist es eklig. Deswegen habe ich das hier getan. Meine Gefühle für dich sind etwas, das du niemals verstehen würdest. Lass mich gehen! Your tantrums are kinda cute. Was sind tantrums? Also irgendwas ist süß an mir. Oh mein Gott, Hör auf zu weinen. Soll ich dir den Mund auch noch zu... soll ich deinen Mund quasi zutapen? Also was zu kleben? Wie gemein. Gutes Mädchen. Was zur Hölle? Oh, bestimmt sind meine Freundinnen jetzt gekommen. Ich werde gleich zurück sein, June. Stirb! Ich hätte dir wirklich den Mund zutapen sollen. Ach shit, da ist was auf den Boden gefallen. Ein Schlüssel. Okay, ganz ruhig, June. Du kannst später heulen. Ich muss hier rausgehen. Ich muss hier rauskommen. Hat Ian da irgendwas fallen lassen? Du kannst etwas sehen, aber du erreichst es nicht. Ian benutzt also ein Tape, um meine Hände zu verbinden. Vielleicht kann ich sie loswerden. Press the arrow key to free your hands. Okay. Wiggle, wiggle, wiggle. Du, 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 du. Wiggle, wiggle, wiggle. Yes, ich hab's geschafft. Ich bin raus. Oh mein Gott. Meine Arme tun weh. Finde einen Weg raus. Oh Gott. Nach links oder nach rechts? Oder wie wäre es hiermit hoch? Oh, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Eine Box. Da sind seltsame Dinge drin. Es riecht komisch. Oh mein Gott. Sind es seine Eltern? Was? Oh mein Gott. Ist das... Seine Schwester und sein Vater, oder? Die Box ist gefüllt mit abgetrennten Köpfen. Es riecht so schrecklich, dass du die Box wieder zumachst. Check inside, was da drin? Da sind ganz viele Items drin. Etwas... Das ist ein Stift. Den habe ich letzte Woche verloren. Warum ist der hier? Der hat mein Stift geklaut. Was liegt da am Boden? Was ist das? Ein Raumschlüssel, ein Key. Okay, den hat er hier fallen lassen. Er ist so dumm. Okay, dann muss ich jetzt aber hoch. Ich habe aber Angst. Oh Gott, Hilfe. Sieht aus, als könnte ich hier raus. Um Gottes Willen. Oh, ich bin in seinem Raum. Oh, wow. Das sind alles Bilder von mir, oder? Von mir. Oh Gott, das ist gruselig. Oh Gott, ich fühle mich krank. Vielleicht wird er bald zurück sein. Ich sollte mich beeilen. Ich musste erst mein Phone finden. Verschwert, aber vielleicht kann ich den Key nutzen. Ach, verdammt, kann die nicht verwendet werden. Okay. Oh, ein Schloss. June. Boah, hat er irgendeine Nummer genannt? Keine Ahnung, nichts passiert. Wetten, da ist mein Handy drin. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt Zeitdruck habe, ne? Ob der jetzt hier irgendwie zurückkommt. I don't know. Okay, kann ich nichts machen. Dann gehen wir mal raus. Okay, du hörst Geschreie von draußen. Oh. Oh Gott, scheiße. Verdammt, öffne die verdammte Tür! Was? What the hell did you break? Was zur Hölle ist los mit dir? Oh, Ares. Lauf! Ich hab gesagt, öffne die Tür! Ah, ist das deine Schwester? Hör auf zu schreien. Ich werde dich töten, du kleine Ratte, kleine Brut. Geh, 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 geh. So nervig. Ah, ist wahrscheinlich echt seine Schwester. Ian und seine Schwester? Sie streiten sich.
Mach nichts kaputt und hör auf zu schreien. Oh, er kommt zurück. Verdammt. Hide. Okay, ich muss mich kurz speichern. Kann ich mich... Ja, hide under the bed. Oh Gott, das ist das dümmste Versteck, das man nehmen kann. Oh, was für ein Scheiß. Oh, June. Ich komme zurück. Okay, jetzt ist die Chance abzuhauen, ne? Okay. Wo zur Hölle ist sie hin? Oh Gott, jetzt kann ich abhauen. Ich muss hier raus. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Miss, komm hier rein, schnell. Ich muss gehen. Er hat die Tür, die Fronttür, die Vordertür verschlossen. Komm rein und versteck dich hier. Oh Gott, ich mach das auch noch. Wie gruselig. Ernsthaft? Mein Telefon klingelt. Ey, der ist ganz schön entspannt dafür, dass ich jetzt abgehauen bin. Oh Girl. Er sucht nach mir. Hey, bist du okay? Ich habe den Streit mitbekommen. Mir geht's gut. Bist du Ihnens Schwester? Halbschwester. Ares Petrova. Sieht aber nicht so gesund aus. Sie sieht schrecklich awful. Sie sieht ganz so krass jung aus. Weißt du, wo er seinen ganzen Kram versteckt? Ich muss die Polizei anrufen. Und ich möchte meine Freunde anrufen. In seinen Raum möglicherweise. Ich habe kein Handy. There's a landline in the kitchen, though. Okay. Ich sehe. Unstable. Also ihr Bruder wirkt sehr unstabil. I don't wanna endanger his kid. Alright, you stay here and I'll sneak into the kitchen. Okay, du bleibst hier und ich schleich mich in die Küche und rufe die Cops. He's gonna be... der wird da draußen sein, weißt du? Warte. Er wird auf dich warten. Was ist mit dem Fenster? Unsere Fenster öffnen nicht. Oh Gott. Sind schon die ganze Zeit nicht offen. Papa, er... Dein Papa? Sie antwortet nicht mehr. Ares? Bitte geh! Okay, ich gehe. Oh Gott. Ich gehe raus, Ares. Ich komme wieder. Oh Gott, Hilfe. Bitte keinen Zeitdruck jetzt. Okay, er ist nicht hier. Since you do not have your phone anymore, you must speak to Ares in order to save. Okay, ich muss mit... Ares, ich bin's, June. Ich will speichern, bitte. Oh Gott. Okay, ich habe gespeichert. Das ist nicht gut, wenn ich hier speichern kann. Das heißt, ich werde den Psychopath sicherlich treffen. Okay, das ist die Küche. Da ist er jetzt bestimmt. Oh Gott, da telefoniert er, scheiße. Ich höre Ians Stimme. Er ist hier drin. Oh Gott, da gehe ich da nicht rein. Okay, you can't use the landline right now. Ich kann es gerade nicht ran. Oh, raus kann ich auch nicht, ist versperrt. Vielleicht nochmal hier hin. Da ist eine Note. Da ist ein Stück Papier auf dem Tisch. Eine Note, was steht da drin? A guide to the purple pill. Ah, okay, ein Guide für die lilane Pille. One capsule will cause... Okay, also eine Kapsel wird mich leicht schlummern lassen. Zwei Kapseln will cause blurry vision. Also zwei Kapseln lassen mich komplett ausnocken. Und drei Kapseln will causing fainting for... Also wird mich quasi 90 Minuten ausnocken. Kann über den Mund, Nase oder die Augen übertragen werden. Also injiziert werden. Side effect include nausea and vomiting response depends. Also quasi du bist physisch benommen oder musst kotzen. Mix this kann ich lesen, with hot water to get rid of the bitter taste and for the fuel effect. Ach, also du kannst quasi dafür sorgen, dass du das nicht schmeckst, indem du es mit heißem Wasser kombinierst, deswegen den Tee. Okay. Shit. Und es kann nicht mehr rückgängig gemacht werden im menschlichen Körper, wenn es mal drin ist. Okay, das heißt, kann ich dann irgendwie hier rein vielleicht? Das ist da drin, versperrt ins Bad vielleicht nochmal. Da muss ich nochmal hoch zu ihr und ihr das petzen, oder? Girl? Never mind. Ich muss irgendwie diesen Code hier rausfinden. Gibt es ja irgendeine Note, die ich lesen kann? Okay. June, 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 June. Love you, love you, love you, love you, love you. Oh Gott, ist der Psycho. Ah, guck mal, zwischen den Papieren fällt dir etwas auf. Dies ist komplett leer. Hm, warum? Es ist komplett leer. Und ich habe den Key hier wirklich nicht? Kann er nicht verwendet werden? Ich habe doch noch einen... Ah, warte mal, hier sind doch auch Sachen versperrt. Kann ich dann vielleicht diese Tür hier öffnen mit dem Key? Yes, oder? Ah ja, da kann ich rein, nice.
okay, muss doch irgendwas geben. Da sind diese Kackpillen. Diese Medizin, Drogen. Das ist das, was mir Ian gegeben hat. Sollte nützlich sein. Okay, sehr nice. Was haben wir noch? Ein Drawer ist versperrt. Da habe ich aber, glaube ich, nichts mehr jetzt. So, so many books. Oh, a Sharpener. Kann ich damit die Boxen öffnen? Ah, damit kann ich den Pencil sharpen. Okay, ich habe jetzt den Pencil gesharpt. Jetzt kann ich mit dem Stift irgendwas machen. Vielleicht hier irgendwas draufschreiben? Hm, ich kann jetzt... Ah, da war doch oben ein leeres Blatt Papier. Vielleicht kann ich damit ja irgendwas machen oder irgendwas draufmalen. Ah, wahrscheinlich kann ich... Ich weiß, glaube ich, was da jetzt passiert. Ich kann gleich mit dem weißen Blatt... Da kann ich jetzt bestimmt drüber Bleistiften. So doof sich's anhört. So. Und dann kriege ich da einen Code. Okay. Oh, ja. Red 139. Okay. Red 139. Was ein Glück. Haha. Oh Gott, bitte komm nicht. Ich hätte so Schiss, dass der kommt. 139. Rot 139. Ja, 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 geh rein. So. So, rot. 100. 39. Bam. Oh, da ist etwas aus dem Buch gefallen. Ein Schlüssel. Ein Small Key. Oh, da kriege ich bestimmt mein Ding her. Mein Handy. Schnell. Um Gottes Willen. Der hat sich aber echt Mühe gegeben mit dem Verstecken. Trotzdem nicht gut genug. Hä? Ich kann es hier nicht nutzen. Ah, hier, das war versperrt, oder? Was? Aber hier war doch was verschlossen. War hier nicht was verschlossen? War doch irgendwas verschlossen. Hä? Ah, da brauchte ich, glaube ich, einen Code, oder? Aber irgendwo war doch was verschlossen. Oder war das tatsächlich doch hier? Ah, der war verschlossen. Verdammt. So. Was ist das? Ein Kalender. Du hörst Fußschritte. Ian, verstecke dich. Oh Gott, ja, speicher nochmal. Zwischen den Boxen, um Gottes Willen, bitte lass es. Verdammt. Das Beep wird nicht mehr anrufen. June. Sie ist immer noch hier. June. Oh Gott, Hilfe. Woher weiß er das? Okay, er schaut nicht mal. Also er kümmert sich nicht mal drum, nach mir zu schauen. Okay, was auch immer ihn gerade beschäftigt hält, ist jetzt vorbei. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Ab diesem Punkt... Ian will switch, wird Ian alle 60 Sekunden seinen Raum ändern. Wenn, if you wish to enter a location he's in, you must wait for him to leave. Wenn ich in eine Location will, wo er drin ist, muss ich aufpassen, bis er gegangen ist. Sei vorsichtig und lass dich nicht schnappen. Sorg dafür, dass du dich versteckst, um Gottes Willen. Okay, woher weiß ich jetzt, dass der nicht hier draußen ist? Erstmal den Kalender hier abchecken. Ein Kalender von vor einem Jahr. It's a calendar from a year ago. A couple days are highlighted. February, der zweite Business Trip. November 12. Anjas Birthday. Und Dezember, der 20. Wedding Day. Okay, Hilfe. Okay, keine Ahnung, ob der da ist. Da liegt eine Note. Hat Ian das hier fallen gelassen? Seltsam. Das ist seltsam. Ist er wirklich so dumm? Ein Paper, was steht da drin? X plus X gleich, Fragezeichen. Keine Ahnung, wo der halt gerade drin ist, ne? Okay, wir gehen jetzt mal in die Küche. Ich glaube, immer wenn die 30 Sekunden... Okay, ich habe eine Spraybottle. Noch ein Pot. Ach, kann es sein, dass ich hier... Ah, da kann ich mich verstecken. Kann es sein, dass ich ihm hier diese Tabletten reinschmeißen muss? Ah, kann ich nicht nutzen. Oder muss der erstmal voll sein mit Wasser? Fill with water. So. Dann gehen wir mal hier hin. Stellen ihn hier ab. Fällt ja auch gar nicht auf, wenn wir hier auf einmal kochen. Okay. Can find the matches. Kann ich da die Pillen reindroppen? Oder das Spray? Ich kann das bestimmt... Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss es, glaube ich, kochen. Okay, in Freezer. Ich verstecke mich mal, weil der kommt jetzt gleich. Hide. So, jetzt warten wir kurz.
bis die nächsten 60 Sekunden um sind. Ich glaube, ich muss dieses Spray füllen und kann ihn dann ansprühen und dann ist er, glaube ich, benommen. Not sure. So. Jetzt sind wieder 60 Sekunden, das kann ich, glaube ich, raus. Okay. Was gibt's hier noch so? Television, da ist eine kleine Nummer an der Ecke. 5. Ah, okay, das war doch voll mit dem Rot. Haben wir die 5. Das war dieser Zettel. Kann ich jetzt auch ins Bathroom? Nee, kann ich nicht. Das war doch hier dieser Zettel, der hier ist. Da wo 5. Also ist quasi... Okay, das habe ich jetzt. Ist doch jetzt quasi hier einmal 5. Plus irgendwas. Und der Kalender sagt mir auch irgendwas. Februar der 2. Business Trip. November 12. Anjas Birthday. Und Dezember ist der Wedding Day. Irgendwie müssen diese Dinge hier zusammen kombiniert werden. Einen Key habe ich auch nicht mehr. Nee. Und hier kann man irgendwas eingeben, glaube ich. Okay, das heißt, da muss ich wahrscheinlich, versteck mich mal, das Datum eingeben, glaube ich. Und dann kriege ich, glaube ich, was raus. Aber die Frage ist halt, was? Stop hiding. So, lass mal testen. So, Kalender. Wir haben einmal den 0202, probiere ich mal. 0202. Nee. Ist es dann vielleicht der 12. 12. Schnell bitte. Girl, sie macht sich mehr auf. So. 12. 12. Nee. Okay, gucken wir nochmal in den Kalender. Was haben wir noch für ein Datum? Wir haben noch den 12.20. Versteck mich kurz. Hilfe! Da muss auch eine richtige Reihenfolge eingeben, ne? I'm scared. Okay, 12.20 vielleicht. Okay. 12.20? Nichts passiert. Oder vielleicht in der anderen Reihenfolge. 0202, 12.12, 12.20. Vielleicht auch einfach der 20.12. 12. Nee, also das geht nicht. Verstecken uns nochmal. Ich hab Angst, Hilfe! Okay, irgendwie steht hier die ganze Zeit 00. Oh Gott, er war in meinem Raum, ne? Oh, 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 verdammt. Okay, wenn 00 da steht, ist er in deinem Raum. Und er schneidet uns den Kopf ab. Holy, oh mein Gott. Oh nein, ich habe gar nicht gespeichert, oder? Oh nein. Oh verdammt, er kommt. Und tot. Oh Gott, ich bin tot. Oh verdammt, okay. Also wenn er, ich muss speichern, ich habe das vergessen. Aber ist ja nicht schlimm. So. Okay, jetzt kommt er rein und regt sich auf. Und dann ist er weg. So. Und ab jetzt kann ich Speedrun machen. Let's go. Ja, 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 ja. Okay, schnell. So, das heißt, wir gehen hier rein. Holen uns hier mal alles raus. Yes, yes, yes. So, den Pot machen wir direkt voll. Mit Water. So. Okay, sehr schön. Hier konnte man irgendwas eingeben. Ich glaube... 15. Dann haben wir nämlich die Matches und damit können wir nämlich den Pot heiß machen. So, Pot. Und dann machen wir da die Pills rein. Girl, bitte mach die Pills rein. Mach die. Nein, Mädchen. So, okay. So, dann machen wir hier nämlich die Pillen rein. Ah ne, erst die Matches, um anzumachen. Ja, anmachen. Oh Gott, ganz schnell. Jetzt Pillen. Ja, schnell. Nochmal verstecken, verstecken, verstecken. Der kommt gleich. Hide. Also, wenn die Zeit 00 bleibt, dann ist er im Raum. Dann haben wir, glaube ich, einfach uns zu lang versteckt oder zu lang gebraucht. Ich hoffe, dass er jetzt wieder auf 60 springt. Sonst weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich glaube, dann heißt es, dass er in unserem Raum ist. Gut. Ist er nicht. Ah, interessant. So, jetzt machen wir die Pilz rein. 3. 3. Die lassen ihn 90 Minuten pennen.
Dann. So, okay, sehr gut. Und jetzt kann ich damit irgendwas machen? Kann ich die jetzt in Spray auffüllen? Fill Spray with Bottle, yes. Yeah, jetzt können wir ihn fertig machen. So. Oh nein, da ist er. June! Hat dieses kleine Spaßsuchen verstecken dir Spaß gemacht? Jetzt ist es vorbei. Nein, sei ruhig! June, er will mich umbringen. Mit deiner ganzen Kraft hältst du die Spraybottle in sein Gesicht. Psst, psst. Nimm das! Haha. Oh Gott. Mein Kopf. Yes, wir haben ihn ausgenockt. Er bricht zusammen. So, endlich ist er ausgenockt. Die Spraybottle ist jetzt auch leer. Keine Zeit zu verschwenden. Ich muss sofort diesen Ort verlassen. Ich nehme aber sie mit. Girl, ich speichere nochmal. Will ich ihr nichts sagen? Okay, dann bleib mit dem allein, ist mir egal. Ich gehe jetzt. Not moving. Search him. Ah, ich durchsuche ihn mal. Was finde ich da jetzt? Einen Room Key. Eine Fotokarte. Er hat den Haustürschlüssel nicht bei sich. Was ist denn hier das für ein Foto? Oh, seine Mama. Das ist ein Bild von einer Frau, die ein Kind hält. Da ist ein Datum draufgeschrieben auf der Rückseite. June der 17. Also 0617. Wahrscheinlich kann ich dann hier den rauskriegen. So. 06 und 17. Yes, es ist offen. Ein Messer. Nimm das Messer. Warte mal, ich speichere mal. Ich glaube, jetzt kann ich Dinge tun, die ich vielleicht nicht mehr rückgängig machen kann. Not moving. Ach, kann ich nicht verwenden. Ich habe aber noch einen Key, ne? Wofür ist denn der? War hier noch irgendwas zum Aufschließen? Empty. Das habe ich auch geöffnet. Konnte ich nicht noch irgendwas öffnen? Nee. Okay. Locked. Ah, dafür ist der Key. Ich kann das Item hier nicht verwenden. Vielleicht dann den das hier. Gott, ich komme noch nicht raus. Empty. Unoven. Die Frage ist, wie lange schläft denn der jetzt? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Was ist hier so drin? Ein Freezer? Ah, stimmt, ich muss da noch dieses... Das hier. Hier war da noch irgendeine andere Zahl. 5. 5 plus irgendwas. Aber plus was? Ist hier auf dem Foto noch irgendwas zu sehen? Kalender. Schlüssel, Pencil. Irgendwas muss hier doch noch gehen. Und ins Bathroom gehe ich ja auch irgendwie nicht rein. Ah, hier ist da noch eine Tür, oder? Versperrt. Ah, look at this. Ein Familienporträt. Ah, das ist Ian und seine Schwester Ares. Ah, okay, die Mutter ist gestorben. Der Vater hat eine neue Frau kennengelernt und das ist die Halbschwester. Und deswegen, das sind die beiden Toten aus der Box. Dieser Junge sieht aus wie Ian. Die Frau sieht immer aus wie Ares. Du drehst das Bild um. Es ist unterschrieben mit Anja. Aha. Okay, puh, wir haben so viel Daten. Wir haben ja auch noch 02, 02. Wir haben noch 12 und 12. Und wir hatten noch irgendein Datum hier im Kalender. Ah, wahrscheinlich der Hochzeitstag. Hier, 12.20 ist es wahrscheinlich. 12.20. Nee, oder vielleicht doch eher 2012. So? Nee. Hochzeitstag müsste es doch sein. Wundert mich. Ein Bathroom, da kann ich nicht rein? Warte mal. Das muss doch hier irgendwie dieses... Das hier, ein Kalender vor einem Jahr. 0202. Ah, 11.12, Anjas Birthday. Oh Gott, ich hab die ganze Zeit 12.12 eingegeben. 11.12. 11.12 ist es dann. Ja, so.
Okay, ein Drawer Key und ein Newspaper. Was steht im Newspaper? Es ist ein Newspaper mit einem alten Datum, ein Artikel. The Tragic Suicide of Anya. Sie hat sich umgebracht. Im Alter von 32. Schauspielerin und Sängerin Anya Petrova wurde tot in ihrem Zuhause gefunden. Ah, okay. It says here, es war ein Tag vor der Hochzeit. Ja, wer war das wohl, ne? Wer war das wohl? Gute Frage. Okay. Okay, irgendwo war jetzt noch was verschlossen. Wo war denn noch ein verschlossener? Ah, ich speichere mal. Muss doch irgendwo ein verschlossener Drawer gewesen sein. Aber der war weder hier noch hier. Ah, doch, der war's. Mein Stuff. Mein Handy. Ja. Ich rufe jetzt an. Ich muss irgendwas anrufen. Kein Signal. Oh Mann, ey. Vielleicht ist draußen ein besseres Signal. Ich muss den Front Door Key finden. Jetzt kann ich wieder hier rüber speichern. Ich habe so viele Speicherplätze. Was kann ich denn noch mit meinem Handy machen? Phone. End game safe. Go back. Okay. Are you sure you wanna leave? Kann ich gehen? Oh. Hast du deine Sachen gefunden, Miss? Hab ich, aber ich weiß nicht, wo der Haustürschlüssel ist. Du kannst sie nicht finden. Oh Gott, er ist wieder wach. Weil ich meine liebe Schwester gefragt habe, ob sie einfach für mich auf ihn aufpasst. Oh nein. Ian! Dachtest also wirklich, du hast eine Chance, mich auszunocken und es ist Game Over? Oh Gott. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Oh, er hat mich nur verarscht. Diese Sprayflasche konnte mir gar nichts. Was? Aber Ares hat den Schlüssel dann. Sie ist meine Schwester, erinnerst du dich? Sie wird nur mir zuhören. Es tut mir leid. Verdammt nochmal. Was soll ich tun? Denk schnell. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Fühl dich nicht schlecht, Ares. Jetzt ist dein kleines Geheimnis sicher bei deinem großen Bruder. Was für ein Geheimnis? Was geht dir vor? Keine Sorge, es geht dich nichts an. Jetzt, erzähl mir. Wie willst du hier rauskommen? Stab his chest, stab his arm. Ach schon, ich habe ja auch ein Messer. Ich glaube, Arm ist besser. Ich habe ein Messer, genau wie du. Geh zurück. Dann erstech mich doch. Okay, glaubst du etwa, ich würde es nicht tun? Los, mach doch, mach schon. Oh Gott, das kleine Mädchen schaut zu. Das ist zu viel. Ich hätte niemals, hab dir niemals etwas getan. Also warum tust du mir das an? Du hast gesagt, du magst mich, aber dir macht es einfach nur Spaß, mich hier in dieser schrecklichen Lage zu sehen. Was habe ich getan, dass ich das verdient habe? Deswegen habe ich dir gesagt, du wirst niemals verstehen, wie ich fühle. Aber warum? Weil du eine gute Person bist, June. Was bist du? Ian? Oh, jetzt bin ich ja tot. Ich mag dich, June. Du weißt, was richtig ist. You feel your vision go. Du fühlst dich, wie du quasi alles dunkel wird. Du kannst quasi nicht beschreiben, wie sich das gerade anfühlt. Oh Gott, das ist ja grausig. So ein Schwein, aber ich dachte, er liebt uns. Oh Gott. Hast du wirklich so ein Schicksal verdient? Du erinnerst dich an Lila und Quinns Worten. Alles wird dunkel. Die Welt wird stumm. Hey! Wie magst du, how are you liking today? Wie gefällt dir das Dinner heute, June? Oh, so salzig, oder? Das sagen die anderen auch immer. Ich habe extra geguckt, dass ich weniger Salz nehme. June, du bist so schön heute. Du bist wirklich die Beste von allen. Was ist für eine kranke Kacke? Oh mein Gott, mein Kopf. Aber leider, habe ich jemand anderen gefunden, den ich sehr mag. Die ist wirklich süß und lieb, so wie du. Und heute werde ich sie zu mir einladen. Oh Gott, no. Ending 3 Dinner. Oh nein, ich will dieses Ende aber nicht. So, ich probiere mal, ihn zu erstechen direkt. So, jetzt, ja.
No. Kann ich noch irgendwas machen sonst? Vielleicht unten? Vielleicht kann man irgendwie entkommen? Hilfe! Check inside. Vielleicht kann ich hier nochmal irgendwas suchen? Nee, da geht sie nicht mehr ran. Oder kann man irgendwas noch machen? Wallet, Kalender, Foto, Newspaper? Nee. Vielleicht kann ich irgendwie noch die Fotos ihr zeigen oder sowas. Vielleicht ist sie dann auch nochmal irgendwie anders drauf. Wir testen es mal. Ah, ich kann immer noch vielleicht ihr das Foto zeigen. Hast du irgendwas gefunden? I did. I don't know where the key is. So, vielleicht kann ich ihr das nochmal zeigen. Du kannst es also nicht finden. Ah, nee, aber ich kann hier immer noch Dinge tun. Okay, vielleicht kann ich ja ihr irgendwie das Foto zeigen. Okay, vielleicht kann ich hier... Nimm das Foto! Es tut mir leid. God damn it. Was habe ich dir getan? Denk schnell, so. I'm sorry, Miss. Es tut mir leid. Nimm das Bild! Das Foto! Was für ein Geheimnis. Das Geheimnis. Nee, ich kann dir leider nichts. Newspaper. Okay. Kalender! Hier, der tragische Fall von Anja. Nee. Es sagt... Ah, es war ein Tag, bevor sie... A couple days they highlighted. Nee, das war auch alles. Nee, ich kann nichts machen. Ich steche jetzt mal seine Chest. Ich habe ein Messer. Ich habe dich gewarnt. Dann ertöte mich doch. Glaubst du, ich werde es nicht tun? Mach doch. So, jetzt bitte töte ihn einfach. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Oh Gott, ich glaube, sie tut's nicht. Sie tut's nicht. Oh Gott, ich glaube, sie tut's nicht. Nee, ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir sind wieder dead, oder? Ja, verdammt. Okay, es gibt mehrere Enden. Aber ich glaube, am Anfang gibt es ein Ende, in dem du abhauen kannst. Du kannst der Schwester, glaube ich, irgendwas zeigen. Und ich glaube, du hast die Möglichkeit, von Anfang an nicht zu gehen. Dann sucht er sich aber jemand anderen. Ich glaube, es gibt 5 Enden. Aber ihr könnt es mir gerne mal sonst sagen. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Verdammt, wir sind wieder dead. Aber Leute, falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr wollt, kann ich mich gerne informieren, wie man alle Enden bekommt. Ansonsten könnt ihr es auch selber spielen. Ich will nicht immer zu viel vorwegnehmen. Also falls ihr selber Bock habt, wir haben jetzt Ende 3 Dinner. Ich glaube, es gibt insgesamt 3 oder 4 Enden. Vielleicht wisst ihr es. Aber falls ihr Bock habt, alle Enden zu sehen, würde ich das nochmal im Stream spielen. Und ja, ich muss sagen, ich mag solche Spiele. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag solche Games, wo man Sachen herausfinden muss und vorsichtig sein muss, dass man nicht eliminiert wird am Ende und stirbt und einfach den Psychokiller, und der ist ja wirklich ein Psycho, austricksen kann. Ich glaube, man kann auch, wie gesagt, mit der Schwester noch viel mehr machen, weil die hat ja Angst vor dem. Die weiß ja, dass Papa und Mama irgendwie nicht da sind. Vielleicht hätte ich auch unten ein Foto machen können, es ihr zeigen können, um zu zeigen, dass die Mutter nicht gestorben ist. Aber wie dem auch sei, das Spiel ist unten in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Ansonsten, ich sage immer danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, würde ich mich auch sehr freuen. Und egal, wo ihr hingeht, sagt immer euren Liebsten einfach Bescheid, wo ihr seid, dass man einfach weiß, wo ihr seid, Leute. Ganz, ganz wichtig. Denn ihr wollt am Ende ja nicht so enden.